Hallo, ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und gewertet. Ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare beim Thema Akne. Und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Davor gab es eine kurze Einführung. Was ist Akne? Ist eine Selbstbehandlung möglich? Wann zum Arzt? Was ist bei der Behandlung zu beachten? Was kann ich selbst tun? Und die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe wurden aufgeführt. Und es gibt ein Ampelsystem. Es gibt viele grüne, einige gelbe und ein paar ganz wenige rote. Und jetzt kommt noch ein rotes, ein wenig geeignetes Medikament. Und es ist Schieferöl äußerlich. Schieferöl äußerlich. Schieferöl soll entzündungshemmend und antibakteriell wirken. Natriumbituminosulfonat ist rot und wenig geeignet bei Akne, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Dass sich das Hautbild bei Akne nachhaltig verbessert, ist jedoch nicht ausreichend nachgewiesen. Zudem kann Schieferöl zu Hautirritationen führen. Als Schälmittel ist Benzoylperoxid vorzuziehen. Wichtig zu wissen: Länger als 12 Wochen sollten Sie das Präparat nicht anwenden. Schieferöl kann die Aufnahme anderer Wirkstoffe über die Haut verstärken. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor. Sie sollten das Medikament daher nicht anwenden. So, der Teil Akne schließt mit Tenside. Das kommt dann in der nächsten Folge dran. Tschüss.